Also wir, also Lukas und ich wollen haben, besser gesagt, das Schwimmbad, also das Chemnitzer Schwimmbad schöner und besser gemacht, also ausgebaut und das so gemacht, dass es auch Jüngeren gefallen könnte. Genau. Ja, also das ist der Eingang. Hier sind die Kassen. Ganz einfach gemacht mit Villagern, genau. Jetzt kommen die Umkleiden, da muss man sich halt entscheiden, ne? So. Dann sind hier links jetzt die Umkleiden, dann könnte man sich halt umziehen, da reingehen, sich umziehen und dann halt sein Zeugs in den Thron tun. Genau. Jetzt geht's zu den Duschen. Da kann man halt duschen. Genau. So. Jetzt geht's sozusagen erst richtig los. Jetzt kommt unsere Schwimmhalle. Hier sind viele Villager, leider. Ist aber egal. Also, ja, das ist die Grotte. Da kann man halt sich entspannen. Dann ist das hier, da kann, sollte man nicht rein, weil man, das ist das Becken, wo man von Sprungturm reinspringt. Also, können wir später machen. Das sind die beiden hier Whirlpools, links und rechts. Dann haben wir noch ein normales Schwimmbecken und ein kleines Delfinbecken. Genau, dann können wir jetzt zu den Rutschen und Sprungturm gehen, würde ich sagen. Genau, da muss man halt hoch. Jetzt links geht es zu dem Sprungturm und rechts würde es dann zu der Rutsche gehen. Da kann man genau 5 Meter oder man geht zu dem 10 Meter Turm und dann kann man da halt runterspringen. Genau, jetzt können wir nochmal die Rutsche angucken. Ach, während Lukas hier läuft, das Chemnitzer Schwimmbad liegt übrigens in der Nähe vom Brühl. Hier ist noch ein Villager, leider. So, das soll jetzt eine Reifrutsche sein. Leider haben wir keine Reifen in Minecraft, deswegen nehmen wir Boote. Und ja, ich hoffe mal, Lukas macht das halbwegs gut hier. Ja, das passt. Ja, dann ist hier noch jemand anderes. Deswegen Scheiße. können wir nicht voran. Ich steige einfach aus. Ja, dann geht es halt logischerweise zum Ende in so ein Becken. Und ja, unsere kleine Terrasse.